Herzlich willkommen zu einer Einführung in das Thema meiner Masterarbeit mit dem Titel Grammatikkomposition von syntaktischen Sprachfeatures zur Realisierung von Sprachproduktlinien. Die Motivation des Themas basiert darauf, dass es in der Praxis eine Vielzahl an Modellierungssprachen gibt. So sind laut einer Studie aus dem Jahr 2013 mehr als 120 Architekturbeschreibungssprachen im Einsatz. Viele dieser Modellierungssprachen verwenden dabei gleiche Sprachelemente. Bei Änderungen an solchen Elementen muss jede Modellierungssprache einzeln angepasst werden. Dies führt zu einer Koevolution von Sprachen. Um dem entgegenzuwirken, wurden die folgenden Anforderungen definiert. Zum einen soll es möglich sein, Modellierungssprachen individuell zu konfigurieren. Gegenüber einer generischen Sprache hat das den Vorteil, dass die individuelle Sprache schon auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist und ihre Verwendung somit erleichtert wird. Die Sprachen sollen dabei auf gemeinsamen Sprachelementen aufbauen und mit spezifischen Sprachelementen erweitert werden können. Dies soll gleichzeitig die Wiederverwendbarkeit der Sprachelemente verbessern. Eine weitere Anforderung ist die automatische Ableitung eines variantenspezifischen Werkzeugs zur Verarbeitung der Sprache. Durch die Trennung von Verantwortlichkeiten soll es möglich sein, einzelne Prozessschritte separat durchzuführen. So können zum Beispiel Sprachentwickler die Sprachelemente unabhängig voneinander erstellen und ein weiterer Entwickler nimmt dann ihre Verknüpfung vor. Zur Umsetzung dieser Anforderungen wurde das Konzept zur Erstellung von Softwareproduktlinien auf Sprachen angewendet, um so Sprachproduktlinien zu entwickeln. Welche Schritte dazu ausgeführt werden, betrachten wir im Folgenden. Zur Modellierung von Produktlinien werden häufig Feature-Modelle verwendet. Features, die in vielen Sprachen benötigt werden, befinden sich dabei weiter oben im Modell, spezifische Features weiter unten. Das dargestellte Feature-Modell wurde für die Architekturbeschreibungssprache MonTiArc erstellt. Das Sprachfeature Base MonTiArc beinhaltet Sprachelemente wie Komponenten, Ports und Konnektoren, die in den meisten Architekturbeschreibungssprachen verwendet werden. Mit dem optionalen Feature MonTiArc Behavior kann ein Verhalten hinzugefügt werden. Das optionale Feature Encrypted Port Element beinhaltet einen verschlüsselten Port, der mit den Features RSA Port und AES Port konkretisiert wird. Bei Auswahl des Features Encrypted Port Element muss auch mindestens ein konkreter Port ausgewählt werden. Die Anordnung der Sprachfeatures im Feature-Modell erfolgt durch den Manager der Sprachproduktlinie. Dieser ist auch für die Verknüpfung der Features zuständig. Für die Definition von Sprachfeatures werden gleichnamige Sprachkomponenten verwendet. Diese beinhalten unter anderem Grammatiken, welche die zu einem Feature gehörenden Sprachelemente enthalten. Eine Grammatik bietet dabei Erweiterungspunkte und Erweiterungen an, anhand derer die Verknüpfung der Features stattfindet. Die Erweiterungspunkte sind hier mit A, B, C und D beschriftet. Die Sprachkomponenten werden unabhängig voneinander von Sprachentwicklern erstellt. Dieser obere Teil wird für jede Sprachproduktlinie durchgeführt, der folgende untere Teil pro Sprachvariante. Um eine solche zu erstellen, wählt der Produktmanager im nächsten Schritt die Features aus, die in der neuen Sprache enthalten sein sollen. In diesem Fall ist es Base MonTiArc, Encrypted Port Element und AES Port. Das Ergebnis davon ist eine Feature-Konfiguration. Mittels dieser Feature-Konfiguration kann der Produktmanager den Generator betätigen, der die neue Sprachvariante inklusive ihres variantenspezifischen Toolings generiert. Der Modellierer der Sprachvariante kann dann ein Modell erstellen, das zu der neuen Sprache konform ist. Die Abbildung zeigt, dass die Entwickler unabhängig voneinander agieren. Der Produktmanager muss für seine Feature-Auswahl zum Beispiel nicht wissen, wie die Sprachentwickler die Komponenten erstellen. Der Modellierer der Sprachvariante kann die Sprache einfach verwenden. Für ihn ist es nicht mehr relevant, dass die Sprache im Rahmen einer Sprachproduktlinie entwickelt wurde. Als nächstes betrachten wir die Sprachkomponenten und ihre Verknüpfungen genauer anhand der Features Base MonTiArc, Encrypted Port Element und AES Port. Die Sprachkomponente Base MonTiArc definiert das gleichnamige Feature und wird durch das Schlüsselwort Language Component eingeleitet. Sie beinhaltet die Grammatik Base MonTiArc, welche die Sprachelemente zu diesem Feature enthält. Ebenfalls können beliebig viele kontextabhängige Bedingungen angegeben werden.
Diese stellen die Wohlgeformtheit und Korrektheit von Modellen der Sprache sicher und werden hier durch das Schlüsselwort Coco eingeleitet. Im Fall von Base Montiac handelt es sich um die kontextabhängigen Bedingungen Portname is valid, die prüft, ob der Name eines Ports den Anforderungen entspricht, und Port is unique, welche die Eindeutigkeit eines Ports innerhalb eines Modells sicherstellt. Ebenfalls ist es möglich, dass eine Sprachkomponente nur eine Grammatik enthält. Dies ist bei der Sprachkomponente Encrypted Port Element der Fall, welche die gleichnamige Grammatik enthält, aber keine kontextabhängigen Bedingungen. Die Sprachkomponente AES Port beinhaltet die Grammatik Concrete Encrypted Ports und die kontextabhängige Bedingung AES Key Length is Valid, die prüft, ob die Schlüssellänge des Ports valide ist. Die Verknüpfung der Features erfolgt über ein textuelles Mapping anhand der Sprachelemente, die in den Grammatiken der Sprachkomponenten enthalten sind. Die Grammatik des Features Base Montiac bietet als Erweiterungspunkt das Sprachelement iPort an. Dieses kann mit dem Sprachelement iEncryptedPort des Features EncryptedPort-Element verknüpft werden. Da iEncryptedPort eine Erweiterung ist, die auch selbst als Erweiterungspunkt dienen kann, erfolgt die Verknüpfung über einen Pfeil, der nur in eine Richtung zeigt. Die Verknüpfung der Features EncryptedPort-Element und AES-Port erfolgt über die nächsten beiden Mapping-Regeln. Das Sprachelement iEncryption aus EncryptedPort-Element wird mit AES-Encryption aus AES-Port verknüpft. Das gleiche gilt für iEncryptedPort und AES-Port. Zu sehen ist, dass iEncryptedPort, das in der ersten Mapping-Regel die Erweiterung war, jetzt als Erweiterungspunkt dient. Da es sich bei AES-Encryption und AES-Port ausschließlich um Erweiterungen handelt, erfolgt die Verknüpfung mit ihren Erweiterungspunkten über einen Pfeil, der in beide Richtungen zeigt. Anhand der ausgewählten Features kann nun über eine Grammatikkomposition die neue Sprachvariante generiert werden. Dies betrachten wir als nächstes. Wir sehen hier das Feature-Modell des Projektes Language Product Line, das die Sprachproduktlinie von Montiac darstellt. Es beinhaltet die Features Base Montiac, Montiac Behavior, Encrypted Port Element, RSA Port und AES Port. Mittels einer Feature-Konfiguration, die den Namen MyADL trägt, können die Features ausgewählt werden, die Teil der neuen Sprache werden sollen. Wir wählen hier die Features Base Montiac, Encrypted Port Element und AES Port aus. Durch das Bauen des Sprachproduktlinienprojektes wird die neue Sprachvariante im zurzeit noch leeren Target-Ordner erstellt. Gebaut wird das Projekt über den Befehl run as maven install. Nachdem das Projekt erfolgreich gebaut wurde, liegt das generierte Projekt der Sprachvariante im Ordner Target unter Generated Sources DE voll Source Code MyADL. Es trägt den Namen seiner Feature-Konfiguration und beinhaltet die folgenden Ordner. Unter Source Main Assemblies wurde eine Assembly-Datei generiert. Unter Grammars ADL MyADL liegt die generierte Grammatik der neuen Sprache. Sie wurde anhand der Grammatiken der ausgewählten Sprachfeatures und des Mappings erstellt. Im Ordner Java liegt eine Klasse, die kontextabhängige Bedingungen der ausgewählten Sprachfeatures vereint, sowie ein Tool zur Verarbeitung von Modellen der Sprache. Unter Source Resources können die Ressourcen des Sprachprojektes, wie zum Beispiel Templates, abgelegt werden. Im Ordner Test Java befindet sich die Testklasse für das Verarbeitungstool. Unter Test Resources können Testressourcen, wie beispielsweise Modelle der Sprache, abgelegt werden. Der Ordner Target beinhaltet das variantenspezifische Tooling, das von MontiCore anhand der neuen Grammatik erstellt wurde. Das Projekt der Sprachvariante MyADL kann jetzt in ein separates Projekt ausgelagert und mittels der generierten POM-Datei gebaut werden. Somit ist die Verwendung der neuen Sprachvariante möglich.